Hallo und herzlich willkommen in der Rib Kitchen. Heute Fish and No Chips. Rockschirm-Tempura, Beer-Battered Cod, eine weiße Soße und ein Bier. Fischers Fritz frittiert frische Fische zusammen mit Lena. Hallo Fritzi, hallo Bernd, hallo Ivan, hallo David. Wie läuft's bei euch? Irgendjemand noch ein Bier? Neues? Ein kleines Top-Up? Komm, Ivan, gib her. Paris Pilsner aus dem Fass, seit wir das haben, trinken wir ein bisschen viel. Seht ihr vielleicht an Davids Haut auch auf eine Art. Aber hey, man lebt nur einmal. Prost! Das ist doch, ach, guckt euch das mal an. Das ist schönstes, echtes, ach. Gibt nichts Besseres. Prost, Ivan, viel Spaß. Ran an den Fisch, den habe ich gekauft bei Santa Monica Seafoods. Schön frischer Fisch. Das Papier einfach rein ins Feuer und wir schneiden den in, ja, keine Ahnung, so große Stücke halt. Für den Teig brauchen wir, Überraschung, Bier, Pilz. Einfach da rein und etwas Mehl da anrühren. Das ruhig richtig shaken. Das müsst ihr mit dem ganzen Körper aus dem Handgelenk, aus der Hüfte heraus shaken. Und dann wird es zu einem schönen Teig, ein cremiger Bierteig. Da einfach den Fisch reinschmeißen und mit den Händen umrühren, sodass wirklich überall gehörig Teig dran schlotzt und das ganze Zeug dann noch einmal ins Mehl. Dann ist so eine Art Kruste drumherum und rein in den amerikanischen Frittierer. Ganz wichtig, immer barfuß frittieren und das Fett ein bisschen zu heiß machen. Also so dass es auch wirklich gefährlich ist. Ne, Iva, Prost. Also, komm mal. Frittiert geil ab, das Zeug, oder? Zeit für eine weitere Pilsette. Für mich ist mein Bier Nummer 7 jetzt hier heute. Aber hey, ist wie es ist. Prost. Lena, Fritzi, Ivan, Bernd. Starke Leistung. Sag mal, was ist das für Fisch? Kabeljau. Ah, cool. Ja, genau. Cod. Black Cod gibt's im Nobu, mein Lieblingsgericht, aber nur mein Lieblingsgericht, weil, oh, guck mal, wie schön das aussieht. Leute, also mein Zweitlieblingsgericht ist Black Cod im Nobu, weil mein Lieblingsgericht von Nobu-san, höchstpersönlich, das hat er mir beigebracht, im Nobu, wenn ihr jeder seid, ist, ja, kommt gleich, Rockschrimm-Tempura, spicy, creamy Sauce. Also, zurück zu den Stücken, die einfach abklopfen und auf Küchenpapier hinlegen. Noch ein bisschen Pfeffersalz drüber. Ich glaube, das hätte in die Panade gehört, aber hey, was soll der Schgeiz? So, rein zu den Rockschrimm-Tempura. Ein Ei trennen. Oh, jetzt habe ich schon auf. Oh Gott, ich brauche einen Behälter. David, hast du da? Ja, okay. Also, das Ei trennen in Eiweiß und Eigelb. Und nur das Eigelb benutzen wir für die Soße, für den Teig, für den Tempura-Teig. Kaltes Wasser mit diesem Eigelb einfach verquirlen und Mehl einfach dann danach dazu. Rockschrimm-Tempura in Creamy Spicy Sauce. Ist mein absolutes Lieblingsgericht auf der ganzen Welt. Wenn ihr je in der Nähe von einem Nobu seid, bestellt das. Es ist eine Ode an den Gaumen. Es ist großartig. Dafür nimmt man diese Shrimps, die sind, der Darm ist draußen und sie sind gewaschen und geschält. Und dann schneide ich sie in Hälfte, damit sie kleine, schöne Stücke rein in den Teig und wieder rumschlotzen, damit es quasi sich dreht und dann einfach in den Frittierkorb dort rein. Das ist ein bisschen eine Schweinerei, aber das ist schon okay. Ja, so frittiert man halt, ne? Und jetzt werden die Shrimps da frittiert, 8 Minuten, gib da. Bernd, gehst du da weg? Geh da weg! Ah, weg mit der Griffel! Ein Staubshack bei dir! Mann, jetzt guck dir an, wie das aussieht, Bernd! Was soll das? Oh, danke, Lena. Zitrone, Limette brauchen wir gleich für die Soße, in die Rockschrimp da reinkommen. An die gehen wir jetzt ran. Japanische Mayonnaise, und zwar viel davon nimmt man. High-End, super gute Mayonnaise mit etwas Trüffelsoße, Truff Sauce. Das ist eine scharfe Trüffelsoße, die ich sehr, sehr gern mag. Das ein bisschen dazu. Und noch etwas Trüffelsalz, wenn wir schon im Trüffelthema sind. Etwas Pfeffer und dann nehmen... Ach, wie weit sind die denn? Ui, guck mal, der Nebel, wie... Sah ein Knab ein Friteuslein stehen. Ist schon schön. Schon schön, oder? Friteuse im Gegenlicht war so hold und wunder. Schön Friteuslein, 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 ho, ho, ho. Ja, zurück zur Soße. Also, wir machen die Zitrone und die Limette da rein. Und da entsteht die Spicy Creamy Sauce. Probier mal, Bernd. Gut, oder? Das sag ich doch. Ran an die Remoulade, dafür Sour Cream einfach in einen Behälter. Alter. In einen Behälter ohne Deckel. Wie dumm kann man denn sein? Paul. Oh Gott. Also,
die, das da rein, die Sour Cream da rein und dann etwas, das sind Gurken und Dillgurken, Pickled Gurken, das einfach verrühren, den Schnittlauch klein schneiden, der kommt noch am Ende auf die Rockschirm Tempura, aber jetzt erstmal den Cod, den Beer Battered Cod in den Stücken einfach verteilen auf 3 Tüten oder wie auch immer ihr das sonst machen wollt, ran in die Rockschirm Tempura, die sind fertig, die habe ich ein bisschen abtropfen lassen und die kommen jetzt auch einfach da rein, geht, oh, das ist 2-Sekunden-Regel, oh, das ist noch gut, oder? Komm, oh, schmeckt schon ganz gut. Mmh. Oh, ist gut, oh, sehr gut. Also, einfach umrühren und dann den Schnittlauch noch am Ende dazugeben, also das alles vermischen und also wirklich, 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 das ist das Beste, was es gibt auf der Welt zu essen. Noch ein bisschen Yuzu-Soße dazu, das gehört da oben drauf, nochmal umrühren und das dann in diese Tüte rein. 3 Tüten Black Cod, 1 Tüte Rockschrimp Tempura, 3 Portionen Remoulade. Besser kann mein Leben auf jeden Fall nicht werden. Ernsthaft, mein Herz geht auf, wenn ich das anschaue. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Bitte kocht es nach, vor allem den Rockschrimp Tempura. Guten Appetit, Jungs.